Hallihallo, meine lieben Freunde. Ja, ist ja gut. Hier sind wir wieder zurück bei Minecraft. Wir spielen jetzt mittlerweile auf der Version 1.5.1. Da es einen kleinen Zwischenfall gegeben hat, auf den ich nicht besonders stolz bin. Ich war ja quasi... War das jetzt Nacht oder Tag? Es wird, glaube ich, Nacht. Huch. Ich war hier quasi am Basteln an der SSC-Welt und am nächsten Tag, also quasi gestern, als ich dann SSC wieder starten wollte, hatte ich ein Chunk-Problem. Das hat sich quasi so ausgestellt, ich hatte hier quasi was gebaut und dann, das war dann in der Hälfte gespalten und dann war da so ein riesiges Loch und da ging es dann endlos runter, aber wenn man drauf ist, dann ist man da so immer so auf und ab gehüpft quasi, also nicht so in der, sondern nur so und dann ging das nicht mehr und jetzt bin ich am gucken, dass ich das noch alles irgendwie retten kann, weil ich habe dann geguckt mit dem Safe Game, dass ich das nochmal irgendwie hole und so weiter, aber das funktioniert alles nicht und deshalb habe ich mir gedacht, na gut, jetzt updatest du, dann habe ich geupdatet, dann habe ich hier natürlich das Texturenpack hier mit dem MC Patcher habe ich konvertieren lassen und so weiter. Und ja, es hat alles nichts gebracht. Deshalb bin ich jetzt am gucken, dass ich hier noch rette, was zu retten ist. Und in der Zwischenzeit, machen wir jetzt hier erstmal eine schöne Aufnahmesession. Und dann hoffentlich, bis ich zur nächsten Aufnahmesession komme, ist dann wieder alles so weit im Lot, dass nichts mehr quasi zu wünschen übrig bleibt, denn man sieht ja, ich habe jetzt Race Minimap wieder drauf, aber Optifine habe ich jetzt wieder mal nicht. Also irgendwas ist ja immer, ne? Und Inventory Tweaks gab es auch noch nicht. Schlimm ist das immer. Naja. So, jetzt als erstes mal so. Ja, was hatten wir eigentlich letztes Mal vor? Ach ja, wir hatten den Bauernhof bekommen, ich erinnere mich gerade. Aber ich sag mal, den ersten Tag, den können wir mal fix hier noch so ein bisschen mit der Buddelei hier verbringen. Und dann kümmern wir uns weiter um unseren Bauernhof. Ach nein, jetzt weiß ich, wir wollten Schweine und für Schweine brauchen wir Möhren. Und für Möhren wollten wir eigentlich hier in dieses komische Dorf. Und das wollten wir erst machen, wenn ich die Karte wieder habe. Die habe ich ja jetzt in diesem Falle wieder. Und ja, dann würde ich sagen, den Tag verbringen wir hier so ziemlich. Also, sagen wir mal, diese Schicht plus die Kohle, was da drüben noch liegt, die holen wir uns und dann treffen wir Reisevorbereitung und dann machen wir uns auf zum Dorf. Dann holen wir uns nochmal ein Papier, was wir an Papier kriegen können. Weil der wollte, glaube ich, Papier für Smaragde haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Naja, man wird sehen. Was ist das denn? Du gehörst da aber, glaube ich, nicht normalerweise hin, mein Freund. Habe ich dich das letzte Mal einfach vergessen? Wie konnte ich nur? So, haben wir denn... Gut, wir können die Schicht hier gar nicht mal komplett fertig machen, weil... Da wird uns vorher die Spitzhacke einen Strich durch die Rechnung machen und da wir keine Ersatzspitzhacke dabei haben... hier war das, ne? Buddeln wir uns hier jetzt einfach mal nach unten... Da müssen wir uns auch noch welche bauen. Zu Futter müssen wir noch ein bisschen was mitnehmen. Ein paar Fackeln können wir uns dann noch bauen. Wird schon. Oh. Das müssen wir erstmal hier fix so, ne? Oh. Das ist aber schon ein Stückchen tief hier. So, warte mal. Da müssen wir jetzt hier mal... Na super. Das wird, glaube ich, nicht ganz reichen. Da müssen wir hier noch ein bisschen was abgraben. So, und eine neue Fackel daher. Ja, der muss dann wohl früher oder später muss der hier wohl weichen. Hilft ja alles nichts. Also zumindest so ein bisschen. So, können wir uns nach unten buddeln. Noch einer. So. Ach nee, warte mal, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, er kann bleiben. Hui. Haben wir aber Schwein gehabt. So, du komm mal von da unten vor. Nicht, dass du wieder irgendwo hin verschwindest, mein Freund. Sind die Steine gerade fertig geworden? Das ist schön. Packen wir gleich wieder ein paar rein. Na, komm mit. Guck mal, was ich habe. Hier bekommst du eins. Mal Sitz. So, hier hinein kommt erstmal das da. Der Rest, der kommt nach unten. Lüpp, mal check, check. Jo, ab geht's. Unseren Bogen könnten wir mal reparieren. Da holen wir uns mal... Ach nee, Sticks haben wir und Faden ist oben. So, das bisschen Kobbel nehmen wir einfach mit. Halt den Kies da reingeschmissen und die Steine da hinten mal reingebracht. So, dann ab nach hinten in die Nahrungsmittelabteilung. Und dann nehmen wir uns, haben wir toll, ein ganzes Brot. Hier nehmen wir uns mit. 34 Stück müsste genügen. Dann geht es, Eisen haben wir noch einstecken. Bogen bauen wir uns oben, Schwert bauen wir uns ein neues. Fackeln haben wir hier noch ein bisschen Kohle mit. Eimer nehmen wir auch mit. Und dann sind wir eigentlich relativ gut gerüstet, sage ich mal. So. Müssen wir in die Holzabteilung. Dort nehmen wir mal ein Bötelein mit. Ansonsten haben wir eigentlich alle Papier. Papier ist oben. Denke ich. Papier? Jawohl, ja. Nehmen wir uns mal alles mit. Halt. Haben wir unten eigentlich noch hier irgendwo das Zuckerrohrzeug? Das war, glaube ich, bei den Nahrungsmitteln mit drin, wenn ich mich nicht täusche. Zuckerrohr hier. Na, 54, da. Das können wir hier lassen, die 54, das ist egal. Huch. So, dann treffen wir mal Vorbereitung. So, wir brauchen 1, 2, 3 Fäden. Da nehmen wir mal mit 1, 2 Knochen. Na, nehmen wir die alle mit. Slot ist eh belegt. Dann brauchen wir... da haben wir nichts. Bauen wir uns mal ein paar Scharpitzhacken. 2 Stück. Ups, daher... So und so, dann bauen wir uns noch eine Schaufel. Obwohl, wir könnten uns fix noch eine Spitzhacke bauen, so der Vollständigkeit halber. Und ein neues Schwert. So, mit dem Faden, da bauen wir uns hier mal schnell einen Bogen. War der nicht so? Ach Käse, was mache ich denn? Hier ist die Sehne, so. So muss das ausgucken. Dann lassen wir den Damage-Bogen nämlich mal hier. Packen den da her. Pfeile, da können wir uns nochmal hier 6 Stück machen. So, und Federn, Spitzen und Sticks. Haben wir, was ist nur 39 insgesamt, das ist aber nicht viel. Ach, hier haben wir noch ein paar in Reserve, machen wir einen ganzen Stack draus. Die machen wir gleich zu Kohle. Das Eisen lassen wir dann in der Zeit mal. Huch, hier. Was ist das denn hier? Ach, schwarze Wolle. Das lassen wir hier. Das ganze Papier stopfen wir mal hier so. In den Haufen hinein. Dann schauen wir fix vor die Tür. Oh, da ist schon ein bisschen was gewachsen. Das ist gut. Da können wir dann mal fix durchgehen und uns noch ein paar mehr Blätter machen. So, komm, schmeiß mal komplett alles weg. Nicht wegschmeißen, sondern rupfen mal komplett alles raus, so rum. So. Was mir so aufgefallen ist, so beim Rendern der letzten Folgen, wo wir in der Höhle waren, ich habe eigentlich ganz schön viel liegen lassen, ne?
Da habe ich echt nicht drauf geachtet. Das ist mir erst dann so im Nachhinein aufgefallen, so beim Rendern und beim Schreiben der Folgen. Aber egal, wir haben's doch. Leute, hallo. So, die Sonne geht so langsam unter. Wir machen uns nochmal ein paar Papiere. Hauen den Rest dann nach unten in die Truhe. Naja, viel kriegen wir ja nicht raus. Na komm, so. Die zwei schmeißen wir unten noch mit in die Truhe rein. Ja, wuff. Und dann können wir eigentlich halt, ich bin hier falsch. Dann können wir pennen und dann geht's Vollgas los. Wir müssen dann noch unseren Waypoint hier setzen, damit wir auch zu 100% wieder zurückfinden. Das machen wir noch, bevor wir pennen gehen. Genauso wie Essen tun wir auch noch, bevor wir pennen gehen. Du kommst raus und du kommst da rein. Ja, und nee, das nicht, sondern das hier. Einmal schön in blau. Waypoint Name. Hause. Okay. So, dann nochmal. So. Gute Nacht. Hallo? Das ist doch vorhin schon dunkel geworden. Dann fällen wir halt nochmal fix ein Bäumlein in der Zeit. Oh, cool, ein Achievement, wie toll. Wow, freue ich mich. Wieso bekommen wir das eigentlich ständig? Blödes Ding. So, ein Bettchen haben wir, glaube ich, noch im Dorf stehen, wenn ich mich nicht irre. Die versprochenen Bücher bekommen sie jetzt mal noch nicht. Die kriegen sie dann irgendwann später. Weil wir so dicke haben wir es dann... Ich dachte schon, was ist das denn? So dicke haben wir es dann mit Büchern jetzt im Moment auch noch nicht. Das kommt dann, wenn der Bauernhof floriert. So, aber jetzt dürfte es eigentlich dunkel genug sein. Ab in die Federn. Gute Nacht. Jetzt. Guten Morgen. So, und Vollgas geht's für uns ab nach... nicht nach Norden, sondern in den Osten. Da war das Dorf. So, bin mal gespannt, ob wir das auf die Schnelle wiederfinden. Das war ja irgendwo in der Wüste, war das hier. Aber dafür haben wir ja hier unsere tolle Map mit dabei. So, und Vollgas. Und während wir hier lang tuckern, gehe ich mal ganz kurz husten, einen kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Hat ja wunderbar toll funktioniert hier mit diesem doofen Ding, dass das hier nicht geladen hat. Warum lädt denn das jetzt nicht? Hallo? Na zum Glück haben wir uns ein bisschen Holz geschlagen, nicht wahr? Machen wir uns mal schnell hier ein Crafting Table. Und bauen uns schnell mal fix ein neues Bötchen. So, den nehmen wir natürlich mit. Und dann geht's weiter. So, lassen wir uns wieder mal zu Wasser. Und dann geht's los. Warum kommt denn der hier jetzt gerade mit dem Laden nicht nach? Das ist ja... Zis. Skandalös. So, hier müssen wir einmal rum. Also ich orientiere mich gerade nach der Karte rechts oben, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, wo ich hier denn lang cruise. So, aber das ist echt ein bisschen doof, dass jetzt hier der Map Generator gar nicht nachkommt. Ich will mein Optifine wieder. So, hier... Ah, das da könnte die Wüste sein, da hinten. So, langsam mal rantuckern. Ja, schaut gut aus. So, angedockt. Ausgestiegen und... halt! Schauen wir mal. Das war, glaube ich, irgendwo dann am anderen Ende, wenn ich mich nicht täusche. Zur Not eiern wir halt nochmal ein bisschen durch die Wüste durch. Und dann schauen wir mal, wie weit unser Zuhause denn eigentlich weg ist von hier. Weil da können wir ja dann in der Theorie irgendwie was hinbasteln.
Ja, dass die Wolken jetzt so doof aussehen, das liegt daran, dass jetzt Optifine natürlich nicht mit installiert ist.